Am Samstagmittag hatte ein Bündnis von rund 60 Gruppierungen zu einer friedlichen Demonstration unter dem Motto »Kein Schritt zurück« in Oldenburg aufgerufen. Dem folgten zeitweise bis zu 6.000 Menschen anstatt der vorab geschätzten 2.500. Die Route führte nach ersten Redebeiträgen vom Bahnhofsvorplatz über den Lappern zunächst zum Julius-Mosen-Platz, wo weitere Kundgebungen stattfanden. Anschließend ging es über die Peterstraße und den Pferdemarkt zurück zur Weser-Ems-Halle, wo die Abschlusskundgebung mit Wortbeiträgen diverser Initiativen folgte. Selten zuvor waren so viele Menschen in Oldenburg auf der Straße. Im Gegensatz zum Vormittag war die Stimmung dabei sehr entspannt. Viele Teilnehmer hatten sich zum Teil bunt gekleidet und machten mit Schildern ihrer Meinung zur AfD deutlich. Zahlreiche Regenbogenflaggen prägten das Bild. In ihren Wortbeiträgen kritisierten mehrere Initiativen, ob Kirche, Ibis oder auch Mitglieder der Schwulen- und Lesbenszene, die umstrittene Partei massiv.